Und jetzt gehen wir auf Zeitreise in unserer Rubrik Can You Survive History? Schleudern wir Sie in längst vergangene Epochen. Heute mit der Frage, wie schlägt man sich als Wikinger am besten durch? Und zwar mit dem Wissen von heute. Raten Sie doch mit. Und ab geht die Sause. Mit der Galileo-Zeitmaschine direkt zu den Wikingern. Was hast du so drauf auf einem Drachenboot und bei ausgelassenen Honigmet-Partys? Hast du das Zeug zum Überleben? Die Wikinger kommen! Wie kommst du klar mit Berserkern und anderen Frühzeit-Grobianen auf ihren wilden Raubzügen? Jetzt kannst du dich testen. Can you survive history? Für unsere Zeitreise brauchen wir einen Freiwilligen, einen aus der Generation selbst verliebt. Wie wär's mit dem? Hey, du! Gutes Aussehen bringt dir in der Vergangenheit nichts. Herzlich willkommen auf dem Drachenboot. Und das ist deine Reisegruppe. Bei Odin! Seht, er hat einen Hammer! Das muss Thor sein! Wenn das wirklich Thor sein soll, dann soll er es beweisen. Ja, wirf den Hammer! Er wird zu dir zurückkehren! Los, wirf ihn! Wirf ihn! Wirf ihn! Wirf ihn! Wilde Barbaren, wie kommst du bloß aus der Nummer wieder raus? Naja, zumindest haben die Jungs Humor. Wikinger. Sie lebten in kleinen Gruppen von Seefahrern an den schroffen Uferküsten Skandinaviens. Von hier aus gingen sie auf Beutejagd. Ansporn für die gefährlichen Seeabenteuer war die Hoffnung, ihr ärmliches Leben als Bauern und Siedler hinter sich zu lassen. 793 nach Christus plünderten sich die Nordmänner durch Englands Klöster. Ab 799 nach Christus nahmen sie sich das europäische Festland vor. Die Barbaren fielen über die Niederlande und Belgien her, über den Rhein gelangten sie sogar bis nach Köln. Und genau auf so einer Plündertour bist du gelandet. Und die Nächte auf so einem Drachenboot sind bitterkalt, da friert selbst der gröbste Grobian. Hoch vom Sofakissen, Fernbedienung schnappen, gleich geht's ans Mitraten. Jungs, legt euch schlafen. Wer Smart TV hat, kann bestimmen. Alle anderen raten mit. Wie willst du die eisige Nacht überstehen? Möglichkeit 1. Du kuschelst dich zu dem stinkenden, fiesen Wikinger-Grobian in den Schlafsack. Oder Möglichkeit 2. Du kletterst unter Deck und legst dich auf die nackten Planken. Also, was soll es sein? Kuscheleinheit mit Wikinger? Oder Airbnb für Arme unter Deck. Du musst dich entscheiden. Du hast dich für Unterdeckschlafen entschieden? Also kletterst du über die gesamte Mannschaft und suchst nach deinem Lümmellager. Wo bitte geht's denn hier zum Niedergang? Auf einem Drachenboot gibt's kein Unterdeck. Ups, falsche Entscheidung. Warum? Wikinger-Schiffe waren ganz flach gebaut. Vor allem die Kriegsschiffe hatten kaum Stauraum. Unter den Deckplanken war gerade mal Platz für Waffen und Proviant. Die Drachenboote hatten geringen Tiefgang, waren aber hochseetauglich. Vorteil: Die Wikinger konnten Flüsse hochfahren und auf dem Strand parken. Zack, Überfall und wieder weg. Dein Platz auf dem Achterdeck ist sehr frisch. Von dem Kältebad erholst du dich nicht wieder. Ab in die Grube. Alle Sofa-Wikinger, die sich für die Kuscheleinheit mit Wikinger entschieden haben, richtige Entscheidung. Man geht davon aus, dass sich immer zwei Wikinger den Platz zwischen zwei Sitzbalken teilen mussten. Um die eisigen Nordnächte zu überstehen, verbrachte man die Nacht zusammen unter einer Decke. Macht Sinn. Aber das ist keine Kaffeefahrt hier. Stichwort Beutezug. Mit deiner Wikinger-Game-App bereitest du dich schon mal auf den kommenden Blitzüberfall vor. Wikinger-Chef Jan, der nicht ganz so schreckliche, hat bereits ein Ziel ausgemacht.
Männer, macht euch bereit zum Angriff! Los geht's. Die ungehobelte Nordmann-Bande scheint heiß aufs Plündern. Zuerst den Feind einschüchtern. Alle Freizeit-Wikinger vor dem Fernseher, macht euch kampfbereit. Gleich ist wieder Mitmachen angesagt. Weil du dich dank Wikinger-Handyspiel scheinbar gut mit Kampftaktik auskennst, musst du den Angriff leiten. Der Kollege hier sieht nicht so aus, als ob er dir was schenken will. Von deiner Entscheidung hängt ab, ob du dieses Wikinger-Abenteuer heil überstehen wirst. Also besser mal ganz scharf nachdenken. Wie willst du angreifen? Ja? Gute Frage. Möglichkeit 1. Du kannst ganz Wikinger wie ein losgelassener Berserker in die Partisanengruppe rennen und draufschlagen, bis nichts mehr übrig bleibt. Oder Möglichkeit 2. Du gehst die Sache etwas geordneter an. Schildwall! Schwierig. Dennoch, du musst dich entscheiden. Wie kommst du am besten lebend aus dieser Kampfgeschichte heraus? Machst du auf Harakiri? Oder entscheidest du dich lieber für die geordnete Variante, Stichwort Formation? Wie ein wild gewordener Berserker rennst du in die Linie der Verteidiger. Nette Show-Einlage, die du da bietest, aber leider total daneben. Der No-Peace-Hippie mit Fellmütze schlägt und brüllt dich in die ewigen Jagdgründe. Trotzdem, der Berserker war eine einschüchternde Taktik der Wikinger. Im Blutrausch rennt der Berserker in die Schlacht und nimmt so viele Gegner wie möglich mit in den Tod. Warum? Krieger, die in der Schlacht fallen, sitzen beim Obergott Odin an der Tafel. Schildwall! Und vor! Schildwall! Alle, die keine Lust haben auf ein Date mit Odin, sind mit dem Schildwall gut beraten. Die meisten Nordmänner waren rüstungstechnisch nicht gut ausgestattet. Klingt nicht besonders wikingermäßig, dennoch, die Nordmänner waren erfahrene Krieger und haben durchaus eine umsichtige Angriffstaktik gefahren. Das lohnt sich. Na los, steck ein! Der Beutezug ein voller Erfolg. Jetzt noch schnell ein Siegerfoto. Dann ab in den Norden, nach Hause ins Wikingerdorf. Stammesfürst Karl erwartet euch bereits. Männer, willkommen zurück! Eine Feier in meiner Halle! Ja, Männer! Feier! Endlich warme Stube, gesellige Typen, Honigmet ohne Ende. Vielleicht eine Spur zu gesellig. Hast du bei deiner Mutter auch so getrunken? Okay, Witze über die eigene Mutter sind tabu. So eine Dreistigkeit kannst du nicht auf dir sitzen lassen. Aber was machst du am besten in der Situation? Möglichkeit 1, du lässt dich auf ein Verbalgefecht ein. Blöd dabei, Rüpel Rottger scheint der Gruppenführer und du bist nur der Neue. Möglichkeit 2, du bedrohst den Radaubruder mit dem Messer und zeigst ihm, dass man mit dir nicht so umspringen kann. Aber denk dran, auch bei dieser Entscheidung geht es um Leben oder Tod. Also, wie willst du dir Respekt verschaffen? Zurückdissen oder Messer ziehen? Was soll's sein? Ah! 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 Ah!
nicht in meiner Halle! Falsche Entscheidung. Den Griff zum Messer bezahlst du mit dem Leben. Warum? Waffen sind im Haus des Stammesfürsten nicht erlaubt. Dadurch, dass du das Messer ziehst, wird es zur Waffe und für dich zum Verhängnis. Locker bleiben wäre richtig gewesen. Denn sich gegenseitig Beleidigungen an den Kopf zu werfen, ist bei den Nordmännern ein beliebtes Spiel. Wie sahst du eigentlich vor deinem Unfall aus? Wie war dein Name nochmal? Hrothgar. Und warum nennen dich alle Hohlbirne, wenn du nicht da bist? Hey du, mach mal ein dummes Gesicht. Reicht schon. Na, wer lag hier richtig? Dein Kurztrip zu den Wikingern ist leider schon wieder vorbei. Schnell zurück mit dir in deine beheizten vier Wände. Immerhin hast du endlich mal was erlebt. Diese Erinnerung solltest du dir an die Wand nageln.